Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Vorschau-Video und zwar für ein weiteres Mount frisch vom PTA zu WoW Legion Patch 7.2. Auch beim Schamanen, den wir uns heute anschauen wollen, startet die Quest in unserer Klassenhalle, wenn wir den Fliegenerfolg Pfadfinder Teil 2 von Legion für das Fliegen an der verheerten Küste freigeschalten haben. Und wir werden, nachdem wir dann die Quest angenommen und mit diesem guten Windboten gesprochen haben, direkt zum Thron der vier Winde, ja nicht katapultiert, sondern teleportiert. Und da wartet der gute Doniran, den wir ja, oder Doniran klingt vielleicht auf Deutsch irgendwie auch ein bisschen besser, von Donner, ne? Doniran, den wir ja als Alakir-Ersatz quasi erwählt haben. Problem ist, der ist zwar irgendwie der Windlord, aber die vorherigen Herrscher und Räte und so weiter erkennen ihn nicht an. Deswegen boxen wir, wie auch damals im Raid, einfach nochmal diese drei Windbosse um. Keine Angst, liebe Leute, die auch diverse Traumata in diesem Bereich haben, die müssen nicht wieder gleichzeitig sterben, haben aber, ich meine, größtenteils ähnliche bzw. dieselben Fähigkeiten, wie sie es auch früher schon hatten. Und sind entsprechend eklig, wenn man da reingeht und nur so 840er Gear hat, wie ich mit meinem armen kleinen Popelverstärker-Schamanen hier. Das heißt, wir sehen hier so ein paar Fähigkeiten eben, es ist sinnvoll zu moven, es ist sinnvoll mit Cooldowns zu arbeiten, es ist sinnvoll auch die Fähigkeiten zu unterbrechen, insoweit man das nebenbei auch noch schafft. Und man kann hier durchaus verrecken und es war wirklich bisher, und das kann gut sein, dass es auch daran liegt, weil mein Schamane der neueste und demnach auch am schlechtesten equippedeste Tank ist, Twink ist, aber... man kann hier durchaus Probleme haben, wenn man eben diverse Fähigkeiten ignoriert, man nicht kickt und so weiter, dann heilen die sich hoch und kicken einen runter und was es da nicht alles für blöde Mechaniken gibt. Die Plattform, wenn ihr Thron der vier Winde nicht kennt, lohnt sich zu farmen, das sind eben wirklich nur diese drei und dann der Endboss liegt in der Cataclysm-Timeline, da lebt also noch Alakir als Windfürst, den wir hier zu ersetzen versucht haben im Rahmen unserer Klassenhallen-Kampagne. Und ja, versuchen dann hier jetzt quasi dieses Gleichgewicht wieder reinzubringen, indem wir dem Wind, ja wie nennt man das, Konsulat, ja, oder Windsalat kann auch sein, dass wir quasi den diesmal die Holzhammer-Methode verpassen, sodass die Doniran eben als Windfürst wieder anerkennen und der auch mit entsprechender Macht in der Ebene des Windes dann herrschen kann. Ja, die Plattform, wer es eben nicht kennt, wie gesagt, erreicht ihr, indem ihr einfach in diese Winde lauft oder springt. Dann werdet ihr hier von Plattform zu Plattform getragen. Da gibt es also keinen Schwunghaken oder so, was man sucht, sondern man hüpft hier eben einfach von Wind zu Wind. Am ekelhaftesten ist wirklich hier dieser gute Mob. Deswegen habe ich ihn mir auch zum Schluss aufgehoben. Denn wenn man hier nicht Ads macht, wenn man hier nicht unterbricht, dann kommen auch immer mehr Ads. Aber ihr seht schon, da kommen eben Haufen Voids. Der Gute beschwört noch mehr andere Ads, die Heillinien casten. Wenn die zu lange leben, dann heilt der sich einfach mal um ca. 50% gefühlt hoch. Das habe ich mehrmals verkackt, deswegen achtet da wirklich drauf, Freunde, wenn ihr den mit Kampfrausch bürsten wollt und könnt, dann macht das auf jeden Fall. Könnt ihr das nicht, macht unbedingt die Ads und nehmt die Minute mehr in Kauf. Ansonsten habt ihr statt einer Minute 300 Minuten mehr. Ich habe keine Ahnung, aber sehr unangenehmer Typ auf jeden Fall. Ich glaube, ihr seht, ich hatte jetzt keinen Bock, dachte, naja, dann haust du jetzt drauf, machst das schon. Wir sehen jetzt gleich, was passiert, wenn man das ignoriert, denn dann macht er so eine Nova und heilt einmal sich und alles andere schön. Ich sag mal so, gibt Besseres. Letztendlich habe ich ihn aber trotzdem besiegt und dann geht es über diesen Wirbelsturm, der dann auf der Plattform spawnt, Richtung Mitte. Wir sehen, Doniran sieht ein bisschen mächtiger aus, hat jetzt auch den Titel der Windlord. Hat er den vorher schon gehabt? Ich glaube nicht. Er war auch ein bisschen kleiner, ne? Und steht da jetzt wie Alakir, der Windlord, vor ihm. Von dem man ein schönes Drachenmount gedroppt kriegen kann, steht er jetzt eben in der Mitte, wird von seinen Dienern anerkannt und entsprechend kriegen wir natürlich auch ein Windmount dann als Geschenk. Was auch immer das für eine komische Geste ist. Ich weiß nicht, ob er nebenbei ein Gangster-Rap-Video gedreht hat oder so, aber ja gut, jedem an der Stelle das Seine. Er hat auch ein bisschen was von Wing Chun Kung Fu irgendwie so ein bisschen, ne? Aber gut, Handbewegungen analysieren wir vielleicht mal wann anders. Ja, er dankt uns an dieser Stelle. Und natürlich ist das auch eine recht wichtige Quest, denn unsere Kampagne drehte sich ja darum, diese Elementar-Lords von Wasser, Feuer, Erde und auch Wind in diesem Fall eben neu einzusetzen. Sollten wir die irgendwann mal aus Versehen umgehauen haben und so weiter. Und eben jetzt letztendlich auch zu stärken, sonst hätte das ja wenig Sinn gehabt. Und wir kriegen wieder eine schöne Sequenz, in der wir ja von unseren Klassenhallen-Anhängern beobachtet zu diesem Windlord jetzt schreiten und der uns eben ermächtigt. Mit der Macht, die er nun trägt und uns ein Geschenk frisch aus der Elementarebene des Windes eben schickt. Einmal ermächtigt mit dem Schicksalshammer, selbst Reger muss weggucken und da haben wir unser Mount. Auch hier die Färbungen über die Specs freischaltbar, sprich Verstärker, glaube ich, im Weißen und Heiler hat dann so einen blauen Sturm. Und ist mal was ganz Neues, meiner Meinung nach. Ist vor allem ein gewöhnungsbedürftiges Mount, möchte ich meinen. Aber wenn das in einem Raid droppen würde, in einem alten oder so, also da würde ich länger farmen als beim blauen Protodrachen. Das nur mal so, als kleiner Insider am Rande.
Und finde ich sehr, sehr schön, finde ich sehr interessant und finde es auch gut, dass durch diese Klassenmounts jetzt erstmal einzigartige Sachen, die zwar dann jeder früher oder später hat, insofern er die Pfadfinder-Erfolge macht, aber trotzdem auch einzigartige neue Modelle, ja, ins Spiel kommen, zumindest weitestgehend. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf euer Schamanen-Mount. Wenn nicht oder wenn doch oder whatever, lasst es mich wissen in den Kommentaren, eure Meinung, wie immer gern gesehen. Bis dahin, ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, tschau's!